Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne. Kinder, so, Moment. Ich schmeiß hier schon mal die Geschichte an. Aktuell sind wir damit beschäftigt, hier unser Wasser etwas aufzufüllen. Ich habe offscreen erstmal Folgendes gemacht. Ich habe hier weitere Wohnblöcke hochgezogen. Wir haben jetzt Wohnraum für 144 Leute. Hier war dann etwas Bestürzung, von wegen Gemütlichkeit und so weiter und so fort. Und weil hier der Glaube zumindest hier für die nicht abgedeckt war, komm hier auf die Schnelle, setze ich da mal so ein Minarett hin, brauche nur zwei Leute. Ich hatte erst noch überlegt, hier eventuell, Moment, wo haben wir's? So einen Schrein hier eventuell hinzusetzen, der Glaube und Licht erzeugt und dessen Kosten einigermaßen moderat sind. Beim Tempel 8 Leute, das ist schon eine Hausnummer. Teegarten wäre dann auch noch eine Möglichkeit, der bringt immerhin 5 Geborgenheit und Gesundheit. Wäre die andere Alternative gewesen. Beides, also alles drei müssten wir noch erforschen. Da würde ich mich, oder ja, das würde ich auch noch machen. Hier zumindest hier der ein oder andere. Vielleicht erstmal den Schrein. Glaube und das Licht. Ja. Wir schauen mal. Also der Teegarten oder der Schrein, irgendwie sowas in der Richtung, wird es wohl werden. Gehe ich mal von aus. So. Ob das dieses Layout jetzt hier so bleibt, ne? Ich habe das erstmal so auf die Schnelle so gemacht, stehen noch auf einem anderen Platz hier, vielleicht ziehe ich die auch weiter rüber hier, die Gebäude, da ich schau mal, wie ich das am besten mache. Wäre vielleicht zu überlegen, ja, ich weiß nicht, ob die hier mit abgedeckt bekommen, dann könnte ich mir den eigentlich hier sparen. Ich habe das erstmal so, ne, so Pi mal Daumen halt hier gemacht, denk so, ne, auf die Schnelle, sehen wir zu. Aber andere Lösungen sind ja immer noch machbar. Hier ging es halt nicht wegen dem Teil, da musste ich das so ein bisschen versetzen. Das heißt aber nicht, dass ich das hier genauso machen muss. Auf der anderen Seite brauchen wir hier auch noch irgendwie so einen weiteren Heiler. Ne? Also ich muss den Platz dann schon so ein bisschen mit einplanen. Und so wie es hier halt ist, ne, der deckt hier den Bereich ab. Okay, da gibt es Überschneidungen, glaube ich. Moment, Augenblick. Ja doch. Das ist aber nun gut, dann ist das einfach so. Das wird sie nicht immer vermeiden lassen. Hier mit dem Minarett gibt es ja auch entsprechende Überschneidungen. Ja. Gucken wir mal, wie ich das am günstigsten hinkriege, hinzaubere. Gesundheit wird 20 Einwohner bringt, so ein Heiler im Augenblick oder Geistheiler. Nun ja. So, wie sieht es wieder mit Wasser aus? Ich bin jetzt hier ins. Oh. Okay, das hat sich gerade erledigt. Nein. Da ist das Wasser. Ja, wir brauchen noch ein bisschen, wir haben, das ist das Problem, wir haben jetzt dadurch, dass wir eben wesentlich mehr Leute haben, mittlerweile 135. Ich steppe mit dem Wasser so eine Sache. Und da muss ich entsprechend nachtanken. So, wir haben aktuell 3 Königreiche hier entsprechend jetzt für uns gewinnen können. Ja, die sind jetzt hier mit am Start. Ach, die eine Sache habe ich natürlich noch vergessen. Naja, teils vergessen, das habe ich jetzt so offscreen so auf die Schnelle nicht geschafft. Wollte mich jetzt auch nicht so ewig lange damit aufhalten. Ich mache mal hier den, wie immer. Und ich müsste ja da nochmal hier in dem anderen Königreich gucken, wie das hier aussieht mit den Dingen, die wir da lernen können. Von wegen Bauen und so. Ist das hier? Ich schicke mal einen Arbeiter dahin. Ich habe noch einen. Glaube ich. Ja, doch. Passt. Und dann haben wir da auch wieder so ein paar Relikte. So. Was ich hier, wie gesagt, nach wie vor nicht sehe, sind irgendwelche komischen Gebäude, die darauf hindeuten, dass es da was Besonderes gibt. Hier ist nur eine unbekannte Siedlung, die ich aktuell nicht aufsuchen möchte und auch nicht aufsuchen muss, so wie ich das sehe. Da sind noch, oh, gerade immer noch 15 verbleibend. Wir sind auf 190. Oh, gut, dann würde ich sagen, war es das. Ja, okay. Nee, wir müssen uns jetzt hier sowieso hier umgucken. Ich schaue mal ganz kurz auf die Karte.
waren wir da schon so, also wir sind wahrscheinlich drüber geflogen, aber so wirklich geguckt, weiß ich jetzt nicht, ob wir das haben. Gedacht, erstmal hier herrliches Kap, da würde ich, war das richtig? Ja, doch, da müssten wir jetzt erstmal hin. Und wir müssen auch noch das vierte finden, wobei ich, wie gesagt, das noch nicht in Anspruch nehmen würde, weil ich nicht die Gefahr laufen möchte, dass wir hier da irgendwie nichts mehr machen können. Ja, wir sehen hier schon, wir brauchen nur noch einen Verbündeten. Wir haben 135 Leute hier von 150, die wir hier maximal benötigen, um das abzuschließen. Wir kommen so langsam dem Ende entgegen. Und also ich würde zumindest zwei von dreien hier irgendwie fertig kriegen. Am liebsten alle drei. Schauen wir mal. Und da muss ich halt, da müssen wir halt mal ein bisschen gucken. Das ist, sorry, aber das muss sein. Ja, muss sein. Oh. Was auch sein muss, ist, dass ich hier mal hier den auf die richtige Fährte hier bringe. So, nee, nicht Wasser gucken, hier gucken. Weiter geht's. Sieht echt cool aus mit den Brücken. Muss ich schon sagen, das ist nicht schlecht. Nett. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir sind am schnellsten unterwegs hier. Also nicht, dass ihr denkt, ich schleiche jetzt hier durch die Gegend, sondern ich versuche so schnell wie möglich hier vorwärts zu kommen. Wassertechnisch sieht es noch gut aus. Nahrungstechnisch ist auch noch in Ordnung. Wir machen natürlich jetzt hier Minus, ne? Ganz klar. Ich müsste jetzt noch weitere Bauernhöfe bauen, um das wieder zu kompensieren. Aber das geht aus Wasser. Ich denke mal, wir werden damit hinkommen. Notfalls müssten wir halt das ein oder andere Dickicht dann doch nochmal plündern. Da gibt es ja Möglichkeiten. Glaube ich. Das sollte nicht das Problem sein. Da wäre schon beispielsweise schon ein Dickicht, um hier so ein bisschen Nahrung nachzutanken. Also wir verhungern nicht. Wir verdursten so auf die Schnelle auch nicht. Ich denke, das kriegen wir hin. So, das ist immer noch zu weit weg. Kann ich gar nicht glauben. Mach hier mal so den Bremser. Aber jetzt, auf geht's. Immer nur ein. Okay. So. 8 Leute sind aktuell noch untätig. Ist mir ehrlich gesagt auch ganz lieb, wenn ich da jetzt mal so ein bisschen Reserve habe. Ich will ja auch nicht, die Leute nicht so direkt verbraten. So dicke ich das leer. Kann ich da schon, ist noch zu weit weg, das herrliche Kap. Geht ja relativ zügig, dass wir da hinkommen. Und wie sieht es hier mit aus? Da ist ein Lehmvorkommen. Moment, da geht's. Ihr kümmert euch da mal bitte schön um das Lehm. Leer. Oh Gott. Okay. Aber gibt wenigstens so ein bisschen Lehmziegeln. Nee, jetzt auch hier mit den mal schnell mit dem Quarz und Glas herzustellen. Da haben wir dann wenigstens so ein bisschen wieder. Oh, ich brauche auch dringend Glas, sehe ich gerade. Da muss ich nochmal gucken. So. Ach, war doch gemacht. Oder haben die nichts angeboten? Wir kehren mal eben nach Hause zurück. Jetzt muss ich direkt mal gucken. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas verbaselt habe. Wandteppich. Die haben wir gemacht, da haben wir das auch mitgenommen. Herrliches Cup. Und das war die erste. Ich meine, da hätten wir das soweit alles mitgenommen. Dann müsste ich hier wohl auch die entsprechenden Techniken schon mitgenommen haben. Ich war mir jetzt nicht mehr so sicher. Bin ich ganz offen zu. Da, ja, gut. Aber, ne, ist, und was habe ich hier? Tun sie nichts. Jo, dann heißt es, wir müssten jetzt hier schauen, wo ist das vierte Königreich, sodass wir das schon mal im Blick haben, ne? Nur so für den Fall des Falles. Und wo finden wir Dinge, die wir noch benötigen? Ja, also beispielsweise Bibliothek oder was war das andere, Planetarium, wie auch immer. Ich sehe hier nichts weiter. Das sieht zwar interessant aus, scheint aber nichts zu sein. Das ist jetzt nicht irgendwie, das ist nichts Natürliches, das ist irgendwie, keine Ahnung. Kann ich aber nicht anklicken.
Aus irgendwelchen Gründen. So. Da haben wir was? Dickicht? Wie sieht's aus? Sehr gut. Da ist. Oh, Moment mal. Ich bin mal so ein bisschen hier. Bin ein bisschen jetzt im Augenblick so ein bisschen zu zügig unterwegs. Sorry. Kohle. Nee, Kohle brauchen wir nicht. Quarz wäre nicht verkehrt. Das mit den Lehmziegeln, das sieht ganz ordentlich aus. Aber hier ist so in der näheren Umgebung nichts zu sehen. Da ist wieder irgendwas, aber man kann es auch nicht anklicken. Pausiere gerade, sorry. Moment. Meine ich zumindest. Ja, da ist nur irgend so ein Miniturm. Ansonsten ist da nichts. Da hinten, das ist nur eine Siedlung. Was ist das? Dickicht. Lehm. Das ist Holz. Also Kohle und Quarz. Oh, ich wollte gerade sagen, Kohle und Quarz ist relativ wenig, aber Quarz geht so einigermaßen. Das würde ich mitnehmen. Aber gerade. Wir sind überall zu weit weg. Und gerade hier in der Nähe sind. Nur mal sicherheitshalber. Das ist soweit okay. Ja, dann bitte ein bisschen Quarz nachtanken. Oh, allzu viel geht da nicht mehr. Naja, gut, ein bisschen ist noch. Wir haben noch etwas Luft. Das sollte eigentlich, sollte das klappen. Das sieht doch sehr gut aus. Dann wird auch alles abgebaut. So, Auftrieb um 50% erhöht. 280 haben wir jetzt, wenn ich das richtig sehe. Ja, sehr gut. Sehnsüchte. Ja, was machen wir? Schreien? Verleiht in einem Radius Glaube und erzeugt außerdem Licht, das die Wege beleuchtet. Ja, wo. Der Radius wird wahrscheinlich nicht sehr groß sein. Gehe ich mal von aus, ne? Dafür brauchen wir dann 5 Mannequins. Was geht um 2? Moment. Eisteiler? Da müsste ich mal ran. Moment mal eben. Verleiht große, wir brauchen. Ne, da brauchen wir 8 für den Tempel. Gibt allerdings 10 Geborgenheit. Plus 10, also plus 10 Geborgenheit und Glaube. Teegarten, 5 Geborgenheit, außerdem Gesundheit. Da würde ich jetzt erst einmal hier in die 16 Stunden, 32 Stunden, egal wie, ich investiere hier mal in die Geistheiler, damit die Kapazitäten erhöhen. Das ist nicht verkehrt, glaube ich, bevor ich irgendwas anderes mache. So. Wie sieht es hier aus? Das ist gleich Ende Gelände. Da hätten wir wieder etwas Wasser. Oh, was wir auch dringend brauchen. Augenblick ist so ein bisschen, dass wir so ein bisschen heute hier Nachtank-Folge. Sieht da nichts? Jetzt. So. Dann bitte hier Wasser nachtanken.
die Augen offen halten für eventuell. Oh. Eine goldene Kugel. Ich glaube, wir haben was hier entdeckt. Oder kennen wir die schon? Wir haben ja hier so auch das eine oder andere entdeckt. Kann sein, dass wir die schon kennen. Zumal wir auch hier die Relikte schon gefunden haben. Hm. Hier. So, ich bin da auf Maximum. Wie sieht es denn hier aus? Zufriedenheit. Also 100 sind zufrieden, 35 neutral. Blablabla. Minus 30 Geborgenheit. Insgesamt, also die paar Bäumchen, die ich da gebracht habe, die haben gerade mal, glaube ich, ein plus 8 erzeugt. Tja, ja, 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 ja. Okay. Ich habe auch noch nicht so viel. Also ein paar habe ich hier und da mal hier mal eins, da mal eins hingesetzt. Aber das ist so Fisselarbeit, das mache ich offscreen. Das mache ich irgendwie so zwischen zwei Aufnahmesessions. Irgendwie. Das heißt, wenn ich hier mit den Dingen hier fertig bin. Oh, Oase ist leer. Oha. Ja, dann ist das so. Wir entdecken ein Objekt, das im Sonnenlicht glitzert und von Ruinen umgeben ist. Als wir uns nähern, offenbart es sich als glatte Kugel. Oh, Kohlelager ist voll, sehr schön. Sofort erkennen wir sie als eine der goldenen Kugeln vom Planetarium des Nomaden. Umsichtig hieven wir die Sphäre auf unsere Plattform und frohlocken dem Planetarium des Nomaden einen Schritt näher zu sein. Unsere Herzen machten an jenem Tag Freudensprünge, denn die Geheimnisse der Welt waren nie greifbarer. Auszug aus, die Wunder von Muluab. Den zweiten Chronisten, wir kehren nach Hause zurück. Ja, Moment, Augenblick, wie ist er denn jetzt? Karte? Ja, toll, die kennen wir schon. Warum wird das denn nicht angezeigt? Ich hab's auf der Karte. Ja, wer Augen hat zu sehen. Okay, ich sag hier schon nichts. Ich freue mich hier wie Bolle und ja, Schuss in den Ofen. Apropos Karte, ich guck nochmal. Wir waren da wohl schon, glaube ich, aber ich weiß nicht, wie intensiv wir da geguckt haben. Insofern würde ich halt vorschlagen, das hat ja schon in einem von den alten Folgen oder vorangegangenen Folgen gesagt, ich würde mich hier ganz gerne noch ein bisschen umgucken. Es könnte sein, dass da das vierte Königreich ist. Das sieht ganz danach aus. Da ist noch ein bisschen Wasser. Was wir jetzt auch nicht so. Doch, wir könnten, wenn wir gerade mal die Möglichkeit haben, da ruhig ein bisschen nachtanken. Denn wir brauchen dringend Wasser. Wir haben hier einen erheblichen Bedarf. Weil wir zum einen halt die Nahrung damit produzieren und zum anderen. Ist halt auch trinken. Nicht untergreifend. So, dieses Königreich hier, da würde ich erstmal noch einen Bogen drum machen. Hatte ich ja erwähnt, ne? Das wird Fertigstadt. Esch, Rock, Landing. Was auch immer. Aber ich sehe hier keine weiteren Sphären oder andere Sachen. Da ist eine Ruine, von der ich nicht weiß, ob wir sie schon erkundet haben, aber das lässt sich gleich herausfinden, ebenso mit dieser. Wir tanken eifrig nach. Da hinten, das ist eine Siedlung, ja, das ist sonst weiter nichts. So. Dann. Moment. Wir machen uns Hallo. Ist der Mann manchmal so reagiert, ne? Das ist schon heftig. Also da waren wir noch nicht. Definitiv. So, ist immer noch zu weit weg. Darüber hinaus sehe ich hier aber nichts, was so irgendwie auf Planetarium oder sonstiges hinweisen könnte. Das ist ein Dickicht.
Relikte gefunden. 3. Ja gut, besser als nichts. Dann dürfte genau da auch noch was zu finden sein. Hier gibt es sogar noch etwas Quarz, das würde ich ganz gerne mitnehmen. Na gut, wir sind auf 56. Lehm. Dann nehme ich erstmal das Lehm mit. Nehme ich erstmal ein bisschen Lehm mit. Ein bisschen Quarz mit. Wenn das noch gehen sollte. Also die kennen wir, glaube ich. Nee, die hatten wir doch schon mal. Das kommt mir bekannt vor. Und gerade mal auf die Karte nach. Siedlung auf dem Kahn. Genau. 0 von 2. Ja, das ist da gibt es 2 Stück von. Da haben wir bis jetzt 1 von entdeckt. Komischerweise werden die Ansiedlungen, die zählen nicht. Sind das unterschiedliche Ansiedlungen oder was ist das Problem? Ist schon wieder weg. Mein Gott. Moment, noch ein weniger und ein schicke ich hier hin. So. Dann ist das ein Abwaschen. Wir sind voll mit Kohle. Wir sind voll mit Kohle, das ist schon mal cool. Wasser ist in Ordnung. Aber Wasser kann man nie genug haben. So, das heißt auch, wir müssen auf jeden Fall hier noch so einen weiteren Kahn finden. Wie war das? Gefunden. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel. Egal. Es waren auf jeden Fall ein paar. Ich mal von aus. So. 71, 57, 54. Das ist ganz okay. Oh, hier ist alles dicht. Da geht nichts mehr. Okay, jo. Naja. Gut. Ich werde mal gucken, oder wir werden auch mal gucken, wie das hier noch sich nochmal mit diesen, mit den Ansiedlungen das so verhält. Und ich würde auch ganz gerne das Geheimnis dieser schwimmenden Siedlungen dann auch noch mal lüften wollen. Alles Aufgabe für kommende Folgen. Ich danke für euer Dabeisein. Erst einmal bis hierhin. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Mich sehr, brauche ich sehr. Und ja, wir kommen so langsam hier dem Ende entgegen. Wir sammeln jetzt noch das ein, was wir irgendwie einsammeln können. Werden eventuell noch mal so einen Rundumflug machen müssen, wenn ich denn hier alles komplett haben möchte. Das kann sich noch ein bisschen hinziehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde. Ob ich Sachen zusammenschneide oder so, mache ich eigentlich ungern. Aber, oder wir lassen die Wunder sein und schließen das Ganze hier mit Ashrock Landing ab. Ich muss mir das noch genauer überlegen. Wir gucken erstmal hier, ne? Grasen erstmal nochmal hier alles ab, um zu sehen, dass wir das hier möglichst komplett bekommen. Und alles andere wird sich finden. Bis dahin wünsche ich euch, wie immer, alles, alles Gute, genießt die Zeit und auf bald.